leben wir mit wandelnden Zeitbomben, die jederzeit detonieren können, wie vergangene Woche in Paris. Wer sind eigentlich diese meist jungen Männer, die uns so schlecht schlafen lassen? Terror in Frankreich, wie gefährdet ist Deutschland, liebe Zuschauer? Heute das Thema der Phoenix-Runde. Willkommen bei uns. Meine Gäste Georg Maskulow, der Leiter des Rechercheverbundes von Süddeutscher Zeitung, Norddeutschem und Westdeutschem Rundfunk. Markus Keim ist bei uns, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. André Schulz ist der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Und Sie sind auch Mitglied im Cybersicherheitsrat. Das spielt im Zusammenhang mit dem Terrorismus auch eine Rolle. Und Marwan Aboutam, Islamwissenschaftler und Politikwissenschaftler. Und Sie sind auch hauptamtlicher Berater des Landesamtes, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz. So viel Zeit muss sein. Herr Maskulow, ist ein Terroranschlag bei uns eine Frage von Tagen, von Wochen, von Monaten? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Und ich glaube, dass es Ihnen im Moment niemand beantworten kann. Ich sehe allerdings mit großer Freude, dass auch die Politik, was diese Dinge angeht, sich im Moment zunehmend ehrlich macht. Sie hören von praktisch jedem Innenpolitiker nicht die üblichen Forderungen, gib mir mehr Gesetze, gib mir mehr Geld, so wie wir das in der Vergangenheit häufig erlebt haben. Und dann das halbe Versprechen, dass schon nichts passieren würde, sondern die Klugen, und die sind im Moment in der Mehrzahl, angeführt vom Bundesinnenminister Thomas de Maizière, sagen, die Lage ist so schwierig, so unübersichtlich, dass es keine Garantie gibt, dass in diesem Land nicht auch ein Anschlag passieren kann. Er sagt etwas Zweites, was völlig richtig ist. Wir haben einfach sehr häufig viel Glück gehabt. Das BKA zählt 11 Anschlagsversuche seit dem 11. September, von denen 10 gescheitert sind. Einer aber in Frankfurt ist gelungen, und er ähnelt in seiner Tatausführung einer einsamen Attacke von in diesem Fall sogar einem einzelnen Menschen, der sich eine Pistole besorgt und dann loszieht, um amerikanische Soldaten zu erschießen, ähnelt er dem, was wir jetzt in Paris erlebt haben. Das war der Anschlag eines Kosovo-Albaners auf amerikanische Soldaten vor dem Flughafengebäude in Frankfurt-Main, Herr Aboutam. 260 Gefährder, also jene, die im Verdacht stehen, Terroranschläge verüben zu können. Die werden jetzt gerade routinemäßig vom Bundeskriminalamt überprüft. Das macht man immer, wenn irgendwo anders ein Terroranschlag stattfand. Sind darunter die mutmaßlichen zukünftigen Attentäter, wenn sie in Deutschland zuschlagen? Oder könnten sich die auch noch woanders aufhalten? Aus dieser Menge von Personen könnten durchaus auch zukünftige Attentäter herausgebildet werden. Das sind aber nicht die einzigen, die letztendlich ein Potenzial darstellen für potenzielle Attentate. Denn wir haben neben diese Personen noch eine ganze Reihe von jungen Menschen, die nach Syrien gegangen sind, um dort an den Kämpfen teilzunehmen. Und diese sind natürlich ein viel größeres Potenzial, insbesondere wenn sie sich entscheiden, zurückzukehren, um dann hier in Deutschland entsprechend ihren Kampf aufzunehmen. Aber viele dieser 260 sogenannten Gefährder, die waren ja auch schon in Syrien oder im Irak oder in anderen arabischen Ländern. Insbesondere, es gibt einige Personen, die aus Afghanistan zurückgekehrt sind. Es gibt einige Personen, die zurzeit aktuell auch in Syrien sind. Das heißt, hier gibt es eine Melange unterschiedlicher Biografien, die in ihrer Gesamtheit natürlich die Sicherheitsbehörden beschäftigen. Herr Schulz, es gibt jetzt ja immer wieder die Forderung nach schärferen Sicherheitsgesetzen. Die einen fordern das, die anderen sagen, haben wir eigentlich gar nicht nötig. Es gibt ja genügend Sicherheitsgesetze, Sicherheitsbestimmungen. Sie müssen nur effektiv angewendet werden. Welcher Befund ist denn jetzt richtig? Beides eigentlich. Wir haben in vielen Bereichen wirklich Handhaben, wo man sagen kann, wir können das Menschenmögliche machen. Gerade in Abwägung natürlich zu den Eingriffen, die wir dann machen müssten in Grundrechte von Bürgern zum Beispiel. Wir haben jetzt heute erlebt die Diskussion des Personalausweises, die man einziehen können soll. Da wird man auch darüber diskutieren müssen, ist das etwas, wo wir heute sagen können, dadurch werden wir jemals Taten verhindern können in diesem Bereich. Das weiß heute auch noch keiner, stellen sich auch viele Probleme in diesem Bereich. Es gibt sicherlich Ansatzpunkte, da muss ich Ihnen recht geben. Ein Glück haben wir es zurzeit mit relativ besonnenen, handelnden Personen zu tun, die keine Schnellschüsse machen. Aber, und das macht es dann umso trauriger, wir haben eigentlich spätestens seit den Anschlägen in Amerika, seit 9/11, immer wieder darauf hingewiesen in diesem Bereich, wir brauchen einfach die Personen, die damals auch schon die Gefährder, die wir jetzt seit fast Jahrzehnten
unter Wind haben in diesem Bereich, die wir auch wirklich kontrollieren können in diesem Bereich. Wir haben jetzt noch mehr bekommen, auch diese Zahlen, die wir jetzt immer kursieren, auf dem BKA zum Beispiel 260, ist ja lange nicht die Zahlen, die es in effektiven wirklich ist. Es sind weitaus mehr. Und wir haben auch zum Beispiel relativ wenig Überblick, wer auf kurdischer Seite kämpft in diesem Bereich, aus Deutschland. Also es sind viele, viele Faktoren. Und hier gibt es gute Ansätze, es gibt schlechte Ansätze. Ein Ansatz, der wirklich für Erfolg versprechen wird, der wird ja gerade diskutiert. Und heute hat die Kanzlerin gesagt, sie möchte das auch, ist die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung. Und das ist eine Diskussion, die wir auch noch führen werden müssen, das und Verfassungsschutz und Polizei personell so aufzustellen, dass wir wirklich menschenwürdig arbeiten aber können. Aber nachdem ich heute aus der Fraktion der SPD gehört habe, das wird mit der SPD wohl nicht zu machen sein. Aber gut, wir wollen dieses Thema noch aufgreifen im Laufe der Sendung. Herr Keim, Al-Qaida und insbesondere der Islamische Staat, IS, wird ja massiv bekämpft vom Westen im Moment. Über 1000 Luftangriffe, glaube ich, inzwischen, Aufstellungen im Irak und in Syrien. Ist das jetzt, was wir da in Paris erlebt haben, sozusagen der Beginn einer islamistischen Gegenoffensive im Westen? Also wir sehen ja zwei Dinge, die nicht zwingend was miteinander zu tun haben, wenn wir uns mit internationalem Terrorismus beschäftigen. Nach 9/11 haben wir sehr stark so in Organisationskategorien gedacht, Begriffe wie Netzwerk verwendet, ohne uns immer klar Rechenschaft darüber abzulegen, was wir damit denn eigentlich meinen. Auf der einen Seite mit dem IS sehen wir ein interessantes Phänomen, dass wir, egal ob wir sagen, der Islamische Staat ist wirklich ein Staat, aber er besetzt Territorium. So eine Art Quasi-Staat oder Proto-Staat entsteht. Das hatten wir bisher überhaupt nicht, weil Al-Qaida hat ja darauf gesetzt, letztlich auf die Entterritorialisierung des Terrorismus. Und jetzt sehen wir die Territorialisierung des Terrorismus. Und andererseits, und das hat nicht zwingend was miteinander zu tun, obgleich es Berührungspunkte gibt, gibt es die tatsächlich diese berühmten einsamen Wölfe, die sich selber radikalisieren und die sich dann die bis zum Zeitpunkt ihrer Tat entweder vollständig oder in weiten Teilen unter dem Radar der Sicherheitskräfte bleiben und dann ihre Tat eher ideologisch einordnen, ohne dass es eine direkte Verbindung gegeben hat. Also dass, ohne dass ein Befehl ergangen ist zu dieser terroristischen Struktur, auf die dann Bezug genommen wird, ohne dass Geld geflossen ist, ohne dass Waffen gegebenenfalls beschafft worden sind, ohne dass Flüge bezahlt worden sind, sondern tatsächlich aus sich heraus gibt es dann Loyalitäten. Und das macht es ja auch so schwer, gegenwärtig abzuschätzen, wer steckt denn, wenn jemand hinter den Anschlägen von Priel steckt, wer steckt denn wirklich dahinter? Das Thema der Sendung ist ja die Gefährdungslage in Deutschland und wie wir da auch, wie die Politik auch damit umgeht. Man redet in diesem Zusammenhang in Bezug auf Deutschland von einer abstrakten Gefährdungslage. Geht es etwas konkreter? Das ist leider so, die ist abstrakt. Konkreter wird es nicht, zum Glück muss man sagen, in diesem Bereich. Wenn es konkreter wird, könnte man auch etwas tun. Das macht es ja so schwer, dass man wirklich sagt, wir stehen durchaus im Westen insgesamt, die westlichen Länder, auch Deutschland insgesamt im Fokus. Wir wissen durchaus, was als Ziel in Frage kommt für die Anschläge, aber wir sind in diesem Bereich, dass wir, das stellt man immer wieder fest, weil wir es mit vielen Facetten zu tun haben, vom Einzeltäter, von einer kleinen Gruppe, von Strukturen, mit einer riesen Bandbreite zu tun haben und da wirklich in dem Bereich dann auch der Behörden zusammenarbeiten müssen mit unseren Erkenntnissen und sehen, was kann man nach menschenmöglichen Ansätzen verhindern. Und dann leben wir mit einem abstrakten Restrisiko. Wir erleben doch in den vergangenen Jahren, mindestens seit 2012, 2013, nachdem es nach dem Tod von Bin Laden so eine kurze Phase der Hoffnung gegeben hat, dass vielleicht der Spuk vorbei sein möge, leben wir einen regelrechten Siegeszug dschihadistischer Bewegung in weiten Teilen der Welt. Niemals zuvor haben dschihadistische Bewegungen so viele Länder, so viel Territorium regiert, so viele Staaten zugleich destabilisiert. Die BBC und ein britisches Institut haben sich im vergangenen November die Mühe gemacht, einmal in einem Monat die Toten durch islamistischen Terrorismus zu zählen. Sie sind auf eine Zahl gekommen, die annähernd das Doppelte der Toten am 11. September ist. Die meisten Toten dieses Terrorismus, übrigens daran muss man erinnern, sind Muslime. Es ist im Wesentlichen ein Terrorismus, bei dem Muslime andere Muslime umbringen. Und er trifft uns auch und kann uns auch treffen. Und das Schwierige für uns ist, dass die Anziehungskraft dieser dschihadistischen Organisation, von denen wir inzwischen nicht nur eine haben, sondern wir haben jetzt zwei Apologeten dieses Irrsinns, Al-Qaida und den Islamischen Staat, die jetzt auch noch um die Frage ringen, wer von ihnen eigentlich der Schönste und der Beste auf dieser Bühne ist. Die ringen umeinander und wir stellen fest, dass die unglücklicherweise die Attraktivität dieser Organisation auch in unseren Einwanderergesellschaften und in kleineren Teilen bei Konvertiten, dass die über die Jahre eher zugenommen hat. Es sind, während es früher Einzelne gewesen sind,
die sich Al-Qaida angeschlossen haben oder anderen Organisationen, sind wir jetzt, ich will nicht die Formulierung Massenphänomen gebrauchen, aber gemessen an den Zahlen, die wir kannten, gehen die Zahlen einfach steil nach oben. Das macht es für uns so schwer, macht es für alle so schwer, macht es auch so schwer, die Frage zu beantworten, wird es uns eines Tages auch erwischen oder nicht? Aber ich glaube, dass man sehen muss, dass die Lage sich in den vergangenen Jahren auf eine dramatische Art und Weise eingetrübt hat. Die Frage ist ja, wir haben jetzt eine Zahl, 260 ist zu niedrig, vielleicht sind es 500, 550, die dazu in der Lage wären. Aber wir reden von Deutschland, die müssen aber ja auch satisfaktionsfähig sein, also in der Lage sein, einen Anschlag zu verüben. Ist das heute sehr viel leichter? Vielleicht muss man sich auch darauf besinnen, dass nicht alle es schaffen müssen, sondern es reicht, wenn einer es schafft. Und wir müssen hier auch bedenken, wir haben es hier mit einem Phänomen der Dezentralisierung. Das heißt, hier hat sich tatsächlich eine Ideologie herausgebildet, die in der Lage ist, durch ideologische Impulse unterschiedliche Konflikte, die miteinander eigentlich gar nichts zu tun haben, tatsächlich nicht nur zu steuern, sondern als Protestreaktion tatsächlich halt zu organisieren. Das bedeutet, wir haben hier notwendige Bedingungen innerhalb der Ideologie und wir haben hinreichende Bedingungen, die dazu scheinbar junge Menschen, was Sie auch vorhin gesagt haben, in diese Ideologie nicht nur hineintreiben, sondern sie in so einen Aktivierungsmodus bringen. Und genau dort stellt sich die Frage, werden sie terroristisch unterwegs sein? Orientieren sie sich nach innen? Das heißt, werden sie ihren Terror hier ausüben? Oder ziehen sie weg? Also gehen sie beispielsweise in die Kampfregionen des Islams? Denn tatsächlich ist es so, dass zurzeit innerhalb der islamischen Welt, innerhalb der islamischen Länder, die wichtigen Kämpfe ausgeschlachtet werden. Denn hier geht es um Definitionshoheit, nicht nur innerhalb der Religion, sondern es geht darum, wer wird die Zukunft dieser Regionen prägen? Oder ist es so, dass sie hier sich organisieren und hier zuschlagen werden. Ich würde nicht sagen, dass die Gefahr aus diesen 260 Gefährdern kommt, sondern die Gefahr kommt aus einer Polarisierung, die wir feststellen. Das heißt, die Diskurse innerhalb der Gesellschaft insgesamt werden radikal und schaukeln sich so weit hoch, sodass eine Gegenreaktion immer wahrscheinlicher und immer einfacher wird. Insbesondere, wenn man jetzt diese ganze Debatte um Pegida, die Pro-Bewegungen und vor allem die islamkritischen Einstellungen, die zunehmend letztendlich produziert werden, die können wiederum als Begründung genommen werden seitens radikalisierender Faktoren, um dann entsprechend halt Menschen zu motivieren, zuzuschlagen. Karikaturen von Charlie Hebdo in Frankreich, dann in Deutschland eben die Pegida-Bewegung quasi die Folie abgibt für eine Attacke. Wenn wir jetzt darüber reden, wie in Deutschland, wie sich das jetzt entwickelt, dass wir sagen, wir haben ein mulmiges Gefühl, da könnte was passieren jederzeit, die Strukturen sind alle da, das kann exekutiert werden. Wie ehrlich geht die Politik eigentlich um mit der Bevölkerung, sie auf diese abstrakte Gefährdungslage vorzubereiten oder zu sagen, da könnte was passieren, Stichwort Terrorwarnung? Also ich beneide die Innenpolitiker nicht, weil es gilt ja so ein bisschen, die Balance zu finden zwischen Realismus und Alarmismus. Und mit Alarmismus ist niemandem gedient. Und ich glaube, ich würde Ihnen da zustimmen. Im Moment finde ich, vielleicht losgelöst von einzelnen Äußerungen, doch vergleichsweise besonnene und ehrliche Töne. Und ich glaube, eine ehrliche Perspektive kann nur eine relative Antwort geben. Also relativ in dem Sinne zu sagen, sind wir so gefährdet wie die Franzosen? Da wäre meine Antwort angesichts der Polarisierung, die Sie angesprochen haben, die in Frankreich viel, viel höher ist als hier. Das würde ich als ein Argument beschreiben, zu sagen, die Bedrohungslage ist bei uns etwas anders. Ein weiteres Argument wäre vielleicht das außen- und sicherheitspolitische Profil Frankreichs. Luftschläge gegen den IS, sehr vehementes Entgegentreten Al-Qaida im Maghreb, also Stichwort Mali, was mit Deutschland nicht zu vergleichen ist. Also eine weitere Zutat in Anführungsstrichen. Und wenn man das alles aufaddiert, dann wäre meine Antwort, relativ zu anderen sind wir vielleicht weniger gefährdet. Mhm. Aber ich finde, Ihnen kann man ja nicht genug zustimmen. Relativ zu Ländern außerhalb Europas haben wir ja noch, sind wir ja, ohne dass ich jetzt hier diese Situation verharmlosen will, sind wir ja noch auf der Insel der Seligen. Die Frage ist, ist dann Deutschland aus Sicht der Terroristen ein geeignetes Anschlagsziel? Es gibt ja diesen Satz, der Wert einer Handlung besteht nicht in ihren Motiven, sondern in ihren Konsequenzen. Ist es vielleicht für Al-Qaida oder für IS vielleicht gar nicht so sinnvoll oder gar nicht so wünschenswert, dass das in Deutschland stattfindet, weil hier die Konflikte nicht so stark ausgeprägt sind? Sie hätten recht, wenn wir es noch mit Strukturen zu tun hätten, dass wir tatsächlich erwarten könnten, dass am Hindukusch oder in Raqqa, der selbsternannten Hauptstadt des Kalifen, die Entscheidung getroffen würde, jetzt wird ein Anschlag in Deutschland begangen.
nach allem, was wir im Moment wissen und was man vermuten kann, sind das aber in der Regel nicht mehr die Wege, sondern es gibt allgemeine Botschaften, die gibt es auch vom Islamischen Staat. Die heißen, greift den Westen an, greift die Ungläubigen an. Es finden sich auch immer mal schwierig zu klären, wie die genau die Authentizität ist. Hinweise darauf, greift Deutschland durchaus auch an. Und wir erleben ja mehr und mehr Fälle, in denen wir davon ausgehen müssen, dass eine solche Anordnung, eine solche Befehlskette, die sagt, greif dieses Land an, greif jenes Land an, so wie wir es am 11. September gesehen haben und dann auch bei großen Anschlägen in Paris oder in London oder in Madrid, dass das heute vielleicht auch noch existiert, aber dass es eigentlich nicht mehr der Regelfall ist. Sondern wir erleben Tatmuster, bei denen wir nach jeder neuen Tat uns eigentlich die Frage stellen, wohin entwickelt sich diese Form von Terrorismus? Ich glaube nicht, dass der Attentäter in Ottawa, der das Parlament überfallen hat, irgendeine Form von Auftrag gehabt hat. Sondern nach allem, was man weiß, war es ein Mensch, der nach Syrien reisen wollte und dem man seinen Pass abgenommen hat. Und daraus haben wir gelernt, gefährlich sind möglicherweise nicht nur diejenigen, die heimkehren, gefährlich sind möglicherweise auch diejenigen, die wir nicht fahren lassen. Sydney ist ein ähnlicher Fall gewesen. Also wir erleben im Moment und unglücklicherweise in den vergangenen Monaten in schneller Folge, dass mit jeder neuen Tat, die wir erleben, glücklicherweise keine in Deutschland, wir uns die Frage neu stellen müssen, wohin entwickelt es sich eigentlich? Und es entwickelt sich, so betrachte ich es, in so viele Richtungen zugleich, dass ich befürchte, dass wir erst nach jeder neuen Tat lernen werden und uns fragen werden, welche unterschiedlichen grausigen Spielformen dieser Form von Terrorismus werden wir noch erleben. Sie haben gesagt, 11 Anschläge waren in Deutschland geplant, nur einer ist zur Ausführung gekommen am Frankfurter Flughafen. Gibt es für diese misslungenen Anschläge, was ja unser Glück ist, das viele Glück, das wir haben, dass wir da haarscharf an Anschlägen vorbeigeschrammt sind, gibt es dafür auch ein Muster, dass es bei uns gerade nicht stattfand? Oder ist das reiner Zufall gewesen? Das ist immer schwer zu sagen. Natürlich, Glück spielt immer eine Rolle in diesem Bereich, bei Ermittlungen keine Frage. Es waren natürlich durchaus teilweise konkrete Hinweise auch zum Beispiel von amerikanischen Geheimdiensten, gerade bei den Sauerland-Attentätern zum Beispiel, wo man rechtzeitig wusste in diesem Bereich und die rechtzeitig dann auch beobachten konnte in diesem Bereich und auch einwirken konnte in diesem Bereich. Aber auch das ist genau der gleiche Punkt. Wir haben es immer wieder mit anderen Phänomenen zu tun. Auch warum konnte man das verhindern in diesem Bereich oder warum konnte man nicht oder warum hat eine Bombe nicht gezündet? Oder es gibt so viele Bereiche, die sind so unterschiedlich, dass man auch da nicht von einem klassischen Muster sprechen kann. Jeder Fall ist anders und jeder ist neu zu bewerten. Welche Rolle spielen da V-Leute bei der Frage, wie man hinter diese Anschläge oder die Anschlagsvorbereitungen kommt? Ja gut, bei vielen dieser nicht gelungenen Anschläge ist es ja nicht daran gescheitert, dass man sie verhindert hat, sondern es ist daran gescheitert, dass sie technisch nicht umgesetzt werden konnten. Das bedeutet, es lagen bei den Akteuren Fehler in der Produktion beispielsweise der Bomben. Wir haben eine Ausnahme, ist natürlich halt dieses gesamte Konstellation um die sogenannte Sauerlandzelle. Da sind tatsächlich Informationen rechtzeitig geflossen, sodass man rechtzeitig agieren konnte. Inwiefern man das System der V-Leute hier bemühen kann oder nicht bemühen kann, das sind ja auch wieder unterschiedliche Aspekte. Es ist ja die Frage, sind das die verdeckten Ermittler, sind das die Informanten innerhalb eines polizeilichen Systems oder sind das die Informanten, die dann in den Verfassungsschutzverbund entsprechende Informationen hineintragen? Ich glaube, dass wir natürlich auch in diesem Bereich die Augen aufmachen müssen und wir sind darauf angewiesen, dass wir auch aus der Szene Informationen rausholen. Das wird immer so sein, dass man diese Informationen entsprechend selektieren muss, aber das sind wichtige Informationen. Diese einsamen Wölfe, die da durch die Wälder streifen und die man jetzt nicht mehr so richtig kontrollieren kann, weil die kein Terrornetzwerk mehr gebildet haben in der letzten Zeit, dieses System, könnte sich das vielleicht auch mal totlaufen, weil die haben ja, wenn sie wenig Kontakt untereinander haben, sie vernetzen sich nicht, sie tauschen keine Erfahrungen aus, sie können sich vielleicht nicht gegenseitig motivieren, aufbauen. Ist das ein System, das möglicherweise auch irgendwann mal sich erschöpft hat? Das kann ich nicht beurteilen. Im Moment sieht es nicht so aus. Ohne dass ich es ausgezählt habe, sehe ich hier die Gegenbewegung. Es wird eher mehr. Und es ist ja vergleichsweise einfach. Also wenn wir an diesen fürchterlichen Anschlag auf den britischen Soldaten denken, da reichte der Entschluss von zwei jungen Männern, die sich auf einem Wege, der mir jetzt nicht mehr ganz präsent ist, über Moscheen oder Internet selber radikalisiert haben,
den ideologischen, den existierenden ideologischen Überbau genutzt haben und dann mit Fleischermessern auf jemanden auf der Straße eingehackt haben. So muss man es ja leider sagen. Wie dagegen objektiv die Sicherheitsbehörden schützen sollen, das ist wahrscheinlich faktisch unmöglich. Und das bleibt ein Risiko, was man nicht quantifizieren kann, aber was weiter existieren wird. Vielleicht soll man ergänzen, es gibt ja auch sowas wie Wegweisungen von der ideologischen Gruppe. Also es gibt ein Papier, was von Al-Qaida bereits veröffentlicht wurde, wo dann halt tatsächlich dieser einsame Kampf auch generalstabmäßig durchdiskutiert wird, durchdekliniert wird. Und hier ist eine Aussage aufgefallen, die da sagt, der Terrorist ist vergleichbar mit einem Künstler, er macht das, was möglich ist. Ja? Und dann kommen natürlich solche Konstellationen, wo man mit einfachem Gerät halt seine Ziele erreichen kann. Das reicht vom Küchenmesser bis, wenn es möglich ist, dann natürlich eine Schusswaffe zu organisieren. Es gibt ja viele Anhaltspunkte dafür, dass insbesondere Al-Qaida, aber dann später auch der Islamische Staat, auch wenn er diese Erfahrung nicht gemacht hat, aus den vergangenen Jahren ja gelernt hat. Also sie haben festgestellt, je komplizierter ein Plot, umso größer die Wahrscheinlichkeit, weil kommuniziert werden muss, dass man auffliegt. Sie haben es gesagt, wir haben hier in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass viele der Täter nicht über die naturwissenschaftlichen Kenntnisse verfügt haben, eine funktionierende Bombe zusammenzubauen. Also diesen Trend zur Simplifizierung, den wir im Moment erleben, eine Pistole, eine Kalaschnikow oder auch nur ein Messer, ist, so deute ich es, auch eine Reaktion auf eine ganze Reihe von fehlgeschlagenen Planungen in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, sodass wir es jetzt möglicherweise damit zu tun haben, dass so ein Plan tatsächlich nur bei ein, zwei, drei Menschen im Kopf entsteht. Und er dafür, ähnlich wie bei einem Amoklauf, in Wahrheit nur simpelste Mittel benötigt. Dieser ideologische Überbau, der ist ja tatsächlich platziert im muslimischen Raum. Sie haben ja Einblicke gehabt in die IS-Strukturen. Im vergangenen Herbst haben Sie ja den Irak bereist. Dieser Islamische Staat, der ja durchaus diesen Namen verdient, denn er hat ja auch bürokratische Strukturen, er ist einigermaßen organisiert. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Was sind das für Leute, die diesen Staat quasi betreiben? Also man kann den Islamischen Staat selbst nicht bereisen, auch wenn der Kollege Jürgen Todenhöfer es neulich getan hat. Ich habe mir das nicht getraut. Ich habe mich entschlossen, ihm dann doch nur auf Armeslänge zu nähern. Aber wir haben sehr viele Unterlagen sehen können, die bei führenden Kadern des Islamischen Staates beschlagnahmt worden sind. Was ist tatsächlich bemerkenswert, ist, er nennt sich nicht nur ein Staat, sondern er bemüht sich auch so zu agieren. Und zwar sowohl in den Bereichen, wo er tatsächlich schon regiert, also im Norden des Irak vor allem und in Syrien, sondern auch in solchen Gegenden wie Bagdad beispielsweise, wo er nun nicht regiert. Es gibt richtige Bezirksregierungen, die müssen an das Hauptquartier in Raqqa berichten, die liefern monatlich detaillierte Listen ab, was haben wir eingenommen, was haben wir ausgegeben, welche Waffen haben wir gekauft, welche Aufwendungen haben wir für die Sozialfürsorge. Der Islamische Staat bezahlt seine Kämpfer außerordentlich gut. Er hat ein ausgeklügeltes System entwickelt. Wenn ein Kämpfer getötet wird oder in Haft kommt, dann kümmert sich die Organisation um die Familie. Wenn einer der Dschihadisten heiratet, dann gibt es eine Heiratsbeihilfe. Also sie sind gekommen, so deute ich es, um zu bleiben. Sie wollen tatsächlich dieses Kalifat, das sie ausgerufen haben, das wollen sie tatsächlich etablieren. Und ich glaube, dass das ein Teil der Faszination ist und warum wir auch erleben, dass die Zahlen von jungen Menschen aus Europa und aus Deutschland, die in diese Region gehen, im Moment zunehmen. Es sind ja viel mehr Leute, als die beispielsweise früher nach Afghanistan oder nach Waziristan gegangen sind. Der Al-Qaida hat immer versprochen, so ein bisschen wie im Sozialismus, eines Tages, wenn der Kampf gewonnen ist, dann rufen wir das Kalifat aus. Und der Islamische Staat hat das Kalifat einfach ausgerufen und hat gesagt, das gibt es jetzt schon. Und es ermöglicht vielen dieser Menschen, die von hier gehen, das Leben in einem islamischen Staat. Und offensichtlich sehnen sich viele nach diesen eher mittelalterlichen Regeln. Ich glaube, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, am Kampf teilzunehmen, Gewalt gegenüber anderen Menschen auszuüben, was
für viele Menschen ja leider auch, oder manche Menschen eine gewisse Faszination hat. Ich glaube, all das macht die Faszination dieses islamischen Staates aus. Man muss nicht mehr darauf warten, was am Ende des heroischen Kampfes, den Al-Qaida versprochen hat, eines Tages mal stehen würde, sondern es gibt dieses Kalifat tatsächlich schon. Man kann da hinfahren, und zwar ziemlich simpel. Man kauft sich einfach ein Ticket in die Türkei und überquert die Grenze. Und dann ist man da und betritt eine Ordnung, in der vom ersten Moment an, so scheint es, für einen gesorgt wird. So, es wird einem gesagt, wo es 3 Mahlzeiten am Tag gibt, wo man wohnt, ob man in der Verwaltung eingesetzt wird oder am Kampf teilnimmt. Es ist in Teilen ganz offensichtlich erschreckend gut organisiert. Dass jetzt 2 Terrororganisationen da um die Vormacht ringen, also eine starke Rivalität, die ja offensichtlich entsteht, könnte man ja sich denken, da entsteht vor allen Dingen ein Wettstreit, wer hat eigentlich den spektakulärsten Terrorakt organisiert. Erhöht das die Terrorgefahr erheblich, diese Rivalität? Ja, das ist die große Frage, mit der sich im Moment Politiker und Nachrichtendienste beschäftigen. Wird da genau so ein Wettlauf entstehen? Wird Al-Qaida versuchen, mit einem spektakulären Anschlag die Bühne wieder zu betreten und zu sagen, das ist wir sind es und es ist nicht der Islamische Staat? Ich habe darauf keine Antwort. Es lohnt allerdings daran zu erinnern, dass die Rivalität, die wir heute zwischen dem Islamischen Staat und Al-Qaida haben, in Wahrheit keine neue Rivalität ist, sondern eine Rivalität, die lange zurückreicht, im Grunde schon in die Nullerjahre. Da gab es eine berühmte Auseinandersetzung zwischen der Führung von Al-Qaida im Irak, die damals schon nicht bereit gewesen sind, sich bedingungslos Al-Qaida, Kern-Al-Qaida unterzuordnen. Und eine der Diskussionen, die damals geführt worden ist, schon zwischen Al-Qaida und Al-Qaida im Irak, ist interessanterweise die Debatte, die heute auch tobt zwischen dem Islamischen Staat und der Kern-Al-Qaida. Nämlich, wie viel Gewalt gegenüber Schiiten, wie viel Gewalt aber auch vor allem gegenüber all den Sunniten, die sich dem Herrschaftsanspruch des Islamischen Staates nicht unterordnen wollen, ist eigentlich angemessen. Der Islamische Staat gibt, auch wenn das ehrlich gesagt kaum vorstellbar ist, darauf eine noch grausamere Antwort, als Al-Qaida sie gegeben hat. Sie haben ja mit Leuten aus der Szene zu tun. Was macht eigentlich jetzt, Georg Maskula hat das ja geschildert, das sind ja mittelalterlich archaische Zustände, die mit der modernen Welt, außer dass dort moderne Instrumente wie Internet benutzt werden, ja relativ wenig zu tun hat. Was macht diesen Islamischen Staat für junge Menschen, das sind ja nicht nur Männer, es sind ja auch einige Frauen, so attraktiv, dass sie da hingehen, dass sie da leben wollen oder sich möglicherweise für Terrorakte im Westen präparieren wollen? Vielleicht kann man anschließen, vielleicht muss man auch hier betonen, wer himmlische Wahrheiten verkauft, der hat auch ganz profane weltliche Kosten. Und das ist immer eine Frage des Geldes und der Möglichkeiten, tatsächlich Staat zu organisieren. Dafür braucht man Einnahmen, dafür braucht man entsprechende, nicht nur Bürokratie, sondern ich brauche auch ein Finanzsystem und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn wir die Konstellation Islamischer Staat im Bereich Syrien, Irak heute diskutieren, das können wir nicht machen, ohne die geopolitischen Zusammenhänge noch mal darzustellen. Das wird wahrscheinlich hier nicht ganz reinpassen. Aber das andere ist, was macht diesen Islamischen Staat interessant für Menschen, die hier in Europa geboren, aufgewachsen sind? Und ich glaube, es gibt mehrere Motivationen. Es gibt einmal tatsächlich das, was wir über die salafistische Szene hier beobachten können. Das heißt, hier gibt es eine ideologische Annäherung an die Ideologie des Islamischen Staates, die sich daraus ergibt, dass hier ein Islam gekennzeichnet wird, der übrigens nicht mittelalterlich ist, denn hier tut man den Menschen im Mittelalter tatsächlich Unrecht, sondern ein Islam, der sehr dualistisch ist, sehr dualistisch geprägt und vor allem eine Interpretation des Islams, die Hass erfüllt ist. Hass gegenüber all das andere, was nicht die eigene Identität bzw. die eigene Einstellung tatsächlich wiedergibt. Das ergibt sich ja zunächst mal durch diese Auseinandersetzung hier um Identitäten und Identitätskonstruktionen, insbesondere junger Menschen hier. Wenn wir uns die Biografien der Ausreisenden anschauen, sowohl damals in Richtung Afghanistan als auch jetzt in Richtung Syrien, dann stellen wir fest, es gibt verschiedene Motivationen. Die einen gehen, weil sie tatsächlich von der Ideologie überzeugt sind. Die anderen gehen,
weil sie Männlichkeit zelebrieren wollen, weil sie im Prinzip hier Abenteuer erleben wollen. Und das spielt mit eine Rolle. Und wir haben eine Gruppe, die meines Erachtens besonders gefährlich ist. Die anderen sind übrigens ebenfalls gefährlich, aber diese Gruppe ist besonders gefährlich. Das ist eine Gruppe von jungen Menschen, die Mordfantasien ausleben wollen. Und diese drei Motivationen kennen wir aus anderen Bürgerkriegen ebenfalls. Das heißt, das, was wir hier erleben, ist eigentlich gar nicht so neu, denn fast alle Bürgerkriege haben junge Männer angezogen. Wenn man da gleich mal ansetzt, wenn man sich diese Terroristenkarrieren ansieht, das sind abgehängte, von der gesellschaftlichen Entwicklung abgehängte junge Leute, die keine Anerkennung erfahren, die Anerkennung suchen, die sich vielleicht auch an Gewalt berauschen wollen. Aber diese Analyse trifft ja auch auf andere Terrorgruppen zu, also NSU, Breivik, das hat ja mit dem Islam nicht unbedingt etwas zu tun oder mit islamistischem Terrorismus. Sind das vergleichbare Terroristenkarrieren? Kommt das immer aus der gleichen Richtung? Sind das die gleichen Ursachen? Es kommt darauf an, von welcher Seite man sich dem nähert, soziologisch, kriminologisch, ob man sich das anguckt, die Person, wie sind diese Lebensläufe eigentlich? Und da sieht man eigentlich bei allen, es gab irgendwo mal so einen Punkt, so einen Breakpoint in der Vita. Das heißt, irgendwas ist passiert. Mutter gestorben, Vater gestorben, Scheidung, Abschluss nicht geschafft, Ausbildung nicht geschafft. Liebe, die große Liebe des Lebens hat mich verlassen, so ungefähr. Und dann kam irgendein Punkt, und das haben wir in der Kriminologie natürlich in ganz vielen Facetten. Das ist, dann gibt es viele Facetten, wo man auch sagen könnte, da wird man zum Straftäter, da wird man zum Kriminellen. Jetzt haben natürlich Personen mit einem anderen Background eine Fluchtmöglichkeit, eine Option mehr. Sie können sich in diesem Bereich natürlich dann auch flüchten, in diesem Bereich der Religion vielleicht, in der, auch was Sie eben beschrieben haben, obwohl ich das nicht ganz teile. Mir sind eigentlich bei fast keinen Tätern, nicht mal bei Amokläufern, einem Großteil bekannt, dass man nun Mordfantasien hat, die man auslebt. Das sind im pathologischen Bereich gibt es das durchaus, wenn man sich Amokläufer anguckt zum Beispiel. Das ist aber sehr selten und auch das ist nicht hundertprozentig untersucht. Also die These, dass jetzt so viele Personen hier sind, die unbedingt Mordfantasien ausleben wollen, die trage ich dann nicht. Aber wir haben, wie gesagt, diesen Knackpunkt. Und das ist auch noch der Punkt, wo man ansetzen kann, eigentlich, wenn man aufmerksam ist. Das ist auch einer der wesentlichen Faktoren. Wann beginnt Radikalisierung in diesem Bereich? Wann kann man noch einschreiten? Kann man überhaupt noch einschreiten? Wie die Frage kann man einschreiten? War ja, ist Ideologie da irrelevant, sei es Islamismus, sei es völkisches Gedankengut? Man sieht, wie gesagt, es gibt mehrere Optionen. Und hier bietet sich eine Option mehr, in diesem Bereich Islamismus abzudriften. Das sehen wir jetzt ganz deutlich. Also es gibt natürlich auch, deswegen sind ja diese Knackpunkte, wäre noch Optionen für andere Strafkarrieren sozusagen, kriminelle Karrieren. Aber hier ist es eine Facette von denen. Ja. Die Ideologie kanalisiert im Prinzip. Ja. Und ist sowas wie ein Katalysator, führt viele unterschiedliche Problemkonstellationen zusammen, um dann tatsächlich hier eine Erklärung, einen Erklärungsmodus zu produzieren, warum mache ich das? Und das Ganze bekommt Sinn. Und sehr oft stellen wir fest, dass diese Menschen auf der Suche sind, auf der Suche unter anderem nach Sinn sind. Und das kann man über die Ideologie sehr gut reproduzieren. In Bezug auf die Mordfantasien vielleicht hier, es ist ja nicht so, dass alle diese Mordfantasien haben, aber durchaus ist es so, dass diese Gewalt, also quasi, dass man anderen Menschen Gewalt antut, tatsächlich halt etwas ist, was scheinbar motiviert. Und das wird ja teilweise geübt und entsprechend in Verlautbarungen reproduziert. Es ist wohl fair zu sagen, jedenfalls geht es mir so bei fast allen meinen Gesprächspartnern, die sich teilweise seit Jahren, seit Jahrzehnten um dieses Phänomen kümmern. Und der häufigste Satz, den ich in den vergangenen Wochen gehört habe, ist: Gib mir ein Muster. Gib mir irgendetwas, ein Raster, das ich anlegen kann, um zu verstehen, mit welchen Leuten ich es zu tun habe. Sodass ich weiß, nach wem ich suchen muss und wen ich ausschließen kann. Und ich glaube, dass dieses Muster nicht mehr existiert. Es gibt immer noch, die größte Gruppe sind diejenigen, die irgendwann straffällig geworden sind. Und die größte Gruppe ist, ich glaube, zwischen 18 und 30. Aber sie finden auch 14-Jährige und sie finden auch 50-Jährige. Und sie finden welche, die in ihrem Leben Schicksalsschläge haben erdulden müssen und solche, die keine Schicksalsschläge erdulden mussten. Und sie finden welche, die ganz klassische Bildungsverlierer sind. Und sie finden welche, die ein Hochschulstudium begonnen haben oder in seltenen Fällen sogar abgeschlossen haben. Das heißt, das, was jede Polizei, jeder Verfassungsschutz natürlich suchen muss, dass er sagen muss, ich grenze jetzt einfach mal ein, wen halte ich eigentlich für verdächtig?
und wen halte ich für unverdächtig? Das ist unglaublich schwer geworden. Und es ist auch deshalb so schwer geworden, weil wir früher relativ lange Radikalisierungskarrieren gesehen haben. Etwas, wo es eine Chance gegeben hat, also solche Entwicklungen zu entdecken. Entweder haben es Polizei oder Verfassungsschutz gesehen, Familienangehörige haben sich gemeldet. Und heute erleben wir ja immer häufiger, dass dieses Abdriften innerhalb von kürzester Zeit geschieht. Gestern noch eine Facebook-Seite, auf der zur Party verabredet wird, dann eine Koranverteilungsaktion und einen Monat später ausgereist nach Syrien. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der das Ganze auch geschieht, macht die ganze Angelegenheit so unheimlich. Und ich fürchte, dass wir auch heute Abend sagen müssen, auf viele der Fragen, die man sich stellt, auf die man gerne eine gute Antwort hätte, habe ich jedenfalls keine gute Antwort. Und ich fürchte, dass es an vielen Stellen auch für diejenigen, die in diesem Land für die Sicherheit sorgen müssen, dass sie ebenfalls vieles wissen und ich glaube auch manches gut können, aber sie schreiben auch, sie malen große Fragezeichen und fragen sich, wie wird die Entwicklung in den kommenden Monaten und Jahren weitergehen? Ist der Terrorismus ein hocheffizientes, geradezu geniales Franchise-System, in dem irgendjemand mal sagt, der Westen ist verdorben, moralisch verkommen, dekadent. Wer gottgefällig und erfülltes Leben leben will, muss sich am Koran orientieren. Und der Rest ist halt quasi ein Selbstläufer und versetzt die halbe Welt in Angst und Schrecken. Ich finde den Ausdruck Franchise nicht ganz passend, weil ein Franchise-System impliziert ja, dass ich überall auf der Welt denselben Burger in derselben Qualität von denselben identisch gekleideten Personen kaufen kann. Und gerade das ist ja nicht der Fall. Wir haben uns ja eben, irgendjemand hatte den Begriff Differenzierung verwendet. Den finde ich deutlich passender, dass man sagen kann, ja, es gibt vielleicht noch den ideologischen Überbau, der mag Al-Qaida oder ISIS heißen oder in 5 Jahren wieder anders heißen. Aber die Erscheinungsform, die es uns entgegentritt, das mag man charakterisieren vielleicht noch, wenn man auf organisatorische Strukturen abhebt, dass man sagt, das sind regionale Ableger, Subunternehmen oder Ähnliches. Aber selbst die Begrifflichkeiten sind ja schon nicht mehr ganz passend, die sozusagen, wenn wir die individualisierte Perspektive letztlich die von unten beziehen, dann stößt man ja an Grenzen, weil tatsächlich, da gibt es, wenn es keinen Auftraggeber gibt, dann gibt es kein Franchise-System. Wir haben ja bei den Terroranschlägen, sehen wir ja häufig eben, dass viele Menschen, möglichst viele Menschen umgebracht werden sollen. Wir erleben menschliche Schicksale, die sehr viel Mitleid sofort erzeugen. Es gibt ja aber auch noch andere Möglichkeiten, terroristische Aktivitäten zum Erfolg zu führen. In den letzten Tagen gab es ja einen Hackerangriff auf ein militärisches Kommando der US-Armee. Das ist die Einheit, die ja die Luftangriffe gegen den Irak und Syrien, also gegen die dortigen Strukturen des Islamischen Staats koordiniert. Dort wurde ein Twitter-Account gehackt und ein YouTube-Account. Da ist nicht so sehr viel passiert nach dem, was wir wissen. Der Twitter-Account, da hat man sich dann mit einigen Twitter-Meldungen lustig gemacht über die Amerikaner und bei YouTube irgendein Video, ein islamistisches Video eingestellt. Aber das verweist ja auf etwas, das gerade in dem Bereich, was Cyberkriminalität geht, ja der Terrorismus, ich habe ja gesagt, Sie sind Mitglied im Cybersicherheitsrat, der Terrorismus möglicherweise ein noch viel lohnenderes Feld finden wird in Zukunft, um seine Aktivitäten weiterzuführen. Wir haben viele Facetten. Wir kennen Linksterrorismus, Rechtsextremismus oder Terrorismus in diesem Bereich, islamistischer Terrorismus. Cybercrime bietet sich fast an, weil wir eben gesagt haben, was muss ich denn machen? Muss ich mir jetzt eine Kalaschnikow kaufen? Muss ich mir die besorgen? Irgendwo brauche ich eine Pistole? Wenn ich die Kenntnis habe, reicht mir ein Computer in diesem Bereich, um vieles anzugreifen, was in Deutschland angreifbar ist. Sogenannte kritische Infrastrukturen, da gibt es reichlich. Wasserwerke, Stromwerke, Kernkraftwerke in allen Bereichen. Wenn man es wirklich möchte, ist die Gefahr relativ groß, dass man es auch schaffen würde. Jetzt müsste man halt fragen, ist das dann aufsehenerregend genug für jemanden? Muss man sich in Luft sprengen vor Ort? Muss man ein Blutbad anrichten? Reicht das? Aber es ist relativ leicht. Und dann ranzukommen an solche Personen, ist auch relativ schwer. So ist ja über Weihnachten von solchen Fällen berichtet worden, dass es da ja wohl relativ einfach ist, weil diese Systeme, Sie haben jetzt Wasserwerke, Stromleitungen und so weiter angesprochen, schlecht gesichert sind, müsste es ja eigentlich ein leichtes sein für einigermaßen durchschnittlich begabte Hacker aus dem terroristischen Bereich, also wirklich sehr viel Unheil anzurichten. Denn nach relativ kurzer Zeit, wenn das nicht behoben wird, kann es ja hier zu regelrechten Katastrophen führen, die weit über das hinausgehen, was einzelne Mordanschläge an Konsequenzen haben. Mhm.
Wir haben in Bereichen, das ist eine Technologie, wenn man so möchte, gerade bei jetzt Kernkraftwerken zum Beispiel oder auch Wasserwerken, Stromerzeugern, die entstanden ist, da gab es noch kein Internet in diesem Bereich großteils. Das heißt, wir haben mit Steuerungsgeräten zu tun, da gab es eigentlich oder gibt es weltweit zwei Hauptanbieter. Das heißt, man weiß auch in anderen Ländern, wie die funktionieren in diesem Bereich und die sind relativ A, ungeschützt und B, waren die niemals dafür gedacht, vernetzt zu werden, damals, als sie hergestellt worden sind. Das heißt, das ist relativ einfach, wenn man es möchte, ist für mich dann auch ein Punkt, wo ich sage, verwundert, dass wir in diesem Bereich so wenig haben. Wir haben es jetzt erlebt mit Nordkorea, mit Japan in dem Bereich, mit Sony zum Beispiel, die ja gehackt worden sind, was denn auch wirklich machbar ist, dass man auch ein ganzes Unternehmen in die Knie drücken kann. Und das ist etwas, also im Bereich Cyberterrorismus, der dann auch, glaube ich, Zukunft hat, leider. Ist das beim IS so? Haben Sie da Erkenntnisse, dass das jetzt so erste Versuche waren, da sich ein neues Betätigungsfeld zu eröffnen? Ja gut, IS hat zurzeit eher Probleme, qualifiziertes Personal nach Syrien in den Irak zu holen, um dann die dortige Infrastruktur am Leben zu halten. Es ist durchaus so, dass diese Gedanken insbesondere in den Verlautbarungen durchaus eine Rolle spielen. Das heißt, es gibt mehrere Dokumente, wo dann beschrieben wird, was möglich ist, was sinnvoll ist. Aber es gibt nicht meines Erachtens das Potenzial, dass man tatsächlich derartige Infrastruktur von Syrien aus oder vom Irak aus angreifen kann. Ich würde mir eher Sorgen machen, dass hier Menschen zusammen sich finden in westlichen Gesellschaften, um dann von hier aus diese Struktur anzugreifen. Allerdings meines Erachtens gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass das geschieht, zumindest noch nicht. Und hoffen wir, dass es so bleibt. Wir haben ja von politischen Maßnahmen jetzt unmittelbar im Anschluss an Paris gesprochen. Da gibt es die Diskussion über Vorratsdatenspeicherung. Jetzt mal unabhängig von parteipolitischen Auseinandersetzungen. Ist das die Vorratsdatenspeicherung eine sinnvolle Maßnahme, Terrorismus in Schach zu halten oder wirksam zu bekämpfen? Da kann ich nur meine Position wiederholen, die ich in der Sache stets vertreten habe. Ich glaube, dass eine maßvolle Vorratsdatenspeicherung, so wie sie das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich für zulässig erklärt hat, einen Wert in der Strafverfolgung hat. Ich habe mich gefreut, dass das Bundesverfassungsgericht die alte Form der Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt hat, weil ich glaube, dass es ihr an rechtsstaatlichen Sicherungen fehlte. Und dass sie vor allem für zu viele Deliktsfelder möglich gewesen ist. Mit der Vorratsdatenspeicherung, so wie sie das Bundesverfassungsgericht im Grunde aufgeschrieben hat, wie man es sich vorstellen muss, sage ich noch mal, kann ich leben. Ich mag allerdings trotzdem, wir haben zu Beginn der Sendung darüber geredet, dass wir im Moment eine maßvolle Debatte erleben. Deswegen rate ich auch dazu, jemanden wie dem Justizminister Heiko Maas zuzuhören. Ich glaube, dass es sehr ehrenwert ist, auch angesichts all der Erfahrungen, die die Demokratien nach dem 11. September gemacht haben. Nämlich aus Sorge und aus Angst vor Terrorismus auch Maßnahmen zu ergreifen, die wir mit dem Abstand anschauen und sagen, das hätten wir besser nicht getan. Deswegen glaube ich, sind so maßvolle Debatten, wie wir sie jetzt hoffentlich erleben werden, genau richtig. Sollen wir dem Justizminister zuhören? Die Kanzlerin hat gesagt, sie ist in der Sache dafür. Wenn es so weitergeht und am Ende eine Vorratsdatenspeicherung stehen würde, die ganz eng limitiert ist nach den Vorgaben, die wir kennen, dann glaube ich allerdings, kann sie und wird sie einen Zweck erfüllen. Übrigens, um auch das noch zu sagen, weil jetzt immer verwiesen wird auf Paris, dass die Vorratsdatenspeicherung in aller Regel einen Anschlag nicht verhindern kann. Das halte ich für ein faires und gutes Argument. Das ist aber auch gar nicht in diesem Fall der Sinn der Vorratsdatenspeicherung. Der Sinn der Vorratsdatenspeicherung wäre in einem solchen Fall wie Paris, es ist etwas passiert und um auf die Telekommunikationsdaten, wenn ich auf die zugreifen kann, wird es mir einfacher zu verstehen, das Netzwerk dieser drei. Und mit wem haben sie kommuniziert, mit wem haben sie möglicherweise noch in Verbindung gestanden? Das Kabinett hat heute schon Butter bei die Fische gegeben. Entzug des Personalausweises für Verdächtige, Austrocknung der Finanzquellen für terroristische Organisationen und auch die Bestrafung des Terrortourismus, also wer dort hinreist in diese Ausbildungscamps. Sind das sinnvolle Maßnahmen, die auch irgendwie im Zusammenhang jetzt mit der Terrorabwehr vielleicht eines Tages greifen werden? Vielleicht eher mittel- und langfristig, weil bisher ist ja der Befund, oder ich fange anders an, die in den letzten Monaten von vielen westlichen Regierungen geäußerte Angst, dass die Heimkehrer
aus Syrien und Irak, die Straftaten hier begehen wurden, noch, Betonung auf noch, hat sich noch nicht bewahrheitet. Auch die Anschläge in Paris hatten damit nichts zu tun. Und es ist ja eher fast ein beklemmender, umgedrehter Befund, dass diejenigen, die aus Deutschland kommen und in den Irak und nach Syrien gehen, dort zu Tode kommen. Mit Selbstmordattentaten und anderes mehr. Das mag sich ändern. Wir können keine Prognosen darüber abgeben, ob einer der Rückkehrer dann doch eines Tages. Und dann würde ich anders reden. Aber im Moment sehe ich das nicht. Aber tatsächlich für diesen eher zweiten Fall und zur Einhegung, ich glaube, ein völliges Austrocknen dieses Flusses wird es nicht geben. Aber zur Einhegung dieser Aktivitäten hin nach Syrien und in den Irak. Ich glaube, da kann es ein wirksames Mittel sein. Sie haben das Wort Beklemmung genannt. Das können wir vielleicht am Ende auch mal so stehen lassen, dass ja vieles unklar ist und wir uns auch nicht klar sind, was da auf uns zukommt, uns auch gar nicht klar sein können. Im Moment, liebe Zuschauer, morgen beschäftigt sich die Phoenix-Runde mit dem Thema Ölpreis, Euro, Deflation, Wirtschaft auf Schlingerkurs. Bleiben Sie bitte bei Phoenix.